Ja, grüß Gott, liebe Sportsfreunde, es wird wieder spektakulär. In der Lorberg-Schenke Frankfurt jetzt Bembel und Gebabbel. Er war im Fußball eigentlich schon alles, außer Platzwart und Zeugwart. In diesem Sommer hat er unsere deutsche U21-Nationalmannschaft zum Europameistertitel geführt. Herzlich willkommen, unser Trainer Stefan Kunz. Du hast im Fußball ja wirklich alles erlebt, absolut alles. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist meine schönste Erinnerung? Es war schon das Halbfinale in Wembley. Und als die Mutter vorm Halbfinale angerufen hat. Wusste die schon, dass du das 1-1 dann machst? Nee, das war viel schlimmer als noch zu mir gesagt. Du, weißt du was? Ich habe in der Zeitung gelesen, morgen kommt die Queen. Dann ich sag, jo Mama, ich hab's auch gehört. Dann hat sie gesagt, Bub, wenn die dir die Hand gibt, machst du Schäner, die Verdiener. Gell? Ich mach so, so steh ich so. Weißt du eigentlich, dass dein Trikot in England weltberühmt wurde? Ja. Aber das weiß meine Mama nicht, warum. Also können wir das jetzt hier sagen? Oder? Ja, wenn es Kenner der Mutter erzählt, dann ist gut. Mein Name auf Englisch ausgesprochen. Aha, Sie wissen es. Ne? Also, das ist ein böses Wort für das weibliche Geschlecht. Du bist groß genug, komm, sag es. Nein, sag du es. Nein, sagst du es. Nein, ich sag's nicht. Gib mir her, das ist deine Sendung. Ja? Er ist Gastgeber und hat Angst, Fuck zu sagen. Potze heißt das, nicht Fuck. Ich wollte nur wissen, ob er das weiß. Yeah! Haben wir die gekriegt. Du bist Polizist, ne? Hast du das auch richtig nur gelernt oder auch ausgeübt? Ich habe 3 Jahre im Saarland die Ausbildung durchlebt. Die haben mich mal mitgenommen auf Streife in Bochum. Und da hat er gesagt, du musst auch jetzt mal rausfahren, musst mal einen Strafzettel machen. Auto auf dem Fußgängerüberweg, ne, war ganz klar. Da kommt eine Frau raus, die hat ein Kind, was sich so hat fallen lassen, ne, und gemeckert hat, an einem Arm, ein Baby auf der anderen Hand. Dann hat die 2 Tüten hier drumherum gehabt, da waren, glaube ich, 8 Kilo Fleisch drin. Und ich habe dann angefangen... Einen schönen guten Tag, Polizei, Hauptwachtmeister Kunz, Einsatzhundertschaft Bochum. Sie parken hier. Und dann hatte ich gesagt, ey, was willst du denn? Der Alte wartet zu Hause aufs Essen, sag mir, was du willst, und dann ist gut, ne? Was habe ich gemacht? Ich habe die Tüten ins Auto gebracht. Schluss hat mein Vorgesetzter gesagt, ey, guck, dass du Fußballer wirst, Polizist wirst du kein. Wie sieht's bei dir aus mit dem Tanzen? Ja, lateinamerikanische Standardtänze. Aber so im privaten Kreis, wenn wir dann Party machen, dann fliegt die Luzi.